Je m'appelle Gaëlle et je suis la directrice de la réserve de biosphère UNESCO de la région Minette. Wir sind Lucy, Koordinatrice von der Umwelteducation bei der Minette Biosphère. Nous sommes ravis de recevoir le prix FNR pour la promotion exceptionnelle de la science auprès du public. Cela nous encourage à poursuivre notre mission de promouvoir les sciences naturelles et l'importance de protéger la biodiversité luxembourgeoise. Cette région, au riche patrimoine industriel, où les anciennes mines et les anciennes zones d'exploitation à ciel ouvert se sont transformées en réserves naturelles, est un exemple vivant de la résilience écologique. Minette als Dorfkürzung für Minette Natur und Umwelt Lehrlab. Ein Bildungsprogramm für Naturwissenschaften an die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft mehr Nutzen bringen. Die Aktivitäten gehen durch die Lisa wissenschaftlich begleitet. Wir fördern die multidisziplinäre Zusammenarbeit. Botaniker mit Künstler, Historiker mit Geologen, um neue Perspektiven zu entwickeln und Verbindung zur Natur durch kreativ und interaktiv Atelier zu stimulieren. Für Erwachsene bieten wir Aktivitäten an, die alle Sinne aussprechen, wie zum Beispiel den Büsch machen, wo die Participants selber erst Pflanzen von unseren Büschen sammeln und damit kochen können. Durch Naturobservationszeichnen und Naturfloristik lernen die Leute auf ein kreativ Art und Weise mehr über unsere Biodiversität. Wir bieten auch geologische Spaziergang an, für den Boden und das Eisenface besser verstehen zu können. Aktuelle Themen wie der Klimawandel und mit Aktivitäten wie den Zukunftsbüsch adressiert. Nous proposons une variété de formations pour les enseignants, couvrant des sujets tels que les orchidées sauvages, les chauves-souris, la géodiversité. Wir setzen auch innovative Bildungsprojekte wie das Pilotprojekt Air Terrestre Éducative, wo die Schüler für ein ganzes Schuljahr ein Terrain an der Natur überholen und demokratisch darüber decidieren, was sie lehren wollen. Wir entwickeln aktuell zwei Outdoor-Escape Games zu Daferding und Diddling. Wir können ein Jugendlicher Wissen über Biodiversität, Geologie und die Industriegeschichte auf ein spielerisches Art und Weise vermitteln. La réserve de biosphère est un lieu où l'histoire et la nature s'entremêlent, où les cicatrices du passé ont cédé la place à des écosystèmes dynamiques. Durch die Minette drohen wir dazu bei, dass außergewöhnliche natürliche Veränderungen am Süden von Lützebüsch zu weisen, so verständlich zu erklären, also so für die nächsten Generationen zu erhalten.